Wo fliegen wir nachts hin? Oder anders gefragt, wo sind wir, wenn wir träumen? Das ist so eine große Ebene. Das ist so. Eigentlich macht man da die Erfahrung der Weite wieder, die man im Wachzustand gar nicht mitbekommt. Oder wie nennt sich das so, im Tagesbewusstsein gar nicht wahrnimmt. Eigentlich macht man die Erfahrung dort, dass man mehr ist, als man denkt, als man glaubt, als man weiß. Und dann gibt es dann wahrscheinlich so Botschaften in die Träume hinein mit Bildern, die man dann deuten kann. Interpretieren kann. Aber eigentlich die. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die dann geschehen. Eine zum Beispiel ist der Planet, von dem man wirklich herkommt. Und was man dann da spürt. Die andere Erfahrung ist die kosmische Erfahrung, dieses Verbundenheitsgefühl mit dem Kosmos. Und wenn man so Leute nach ihren Träumen fragt, es gibt da Leute, die haben dann richtigen Zugang hin. Die können dann reisen, machen dann ihre Astralreisen und alles. Es gibt Leute, die machen das auch bewusst, können sie diese Weite empfinden. Aber in der Dimension, in der wir jetzt sind, sollen wir scheinbar noch so eben die wahrnehmen, die wir hier haben, weil das ja schon so über Jahrtausende so ist. Also unsere sogenannte Wahrnehmung wird, die extrem eingeschränkt ist und wirklich am Tiefpunkt ist, wird durch den Schlaf wahrscheinlich wieder ausgeglichen. Wenn man dann wieder als Gott unterwegs ist, im Kosmos, auf seinem Planeten. Wer weiß, wenn es zum Beispiel Paralleluniversen gibt, wo man dann da gerade aufwacht, wenn man sich hier schlafen legt. Wer weiß, auch also wer man dann aufwacht, wenn man in der anderen. Da macht es Sinn, dass man in den Träumen schafft, sich vor den Spiegel zu stellen, um zu sehen, wer ist man eigentlich da. Weil die Person, die wir hier sind, sind wir im Paralleluniversum unter Umständen, aber es muss nicht immer so sein. Dann kommt man in dem Schlaf mit seinem göttlichen Ich in Verbindung. Es kehrt so ein Frieden ein. Man lauscht einfach der Weite, die um einen herum ist. Das ist so ein Bild, was mir jetzt so kommt. Also man nimmt sozusagen, und Weite muss man so verstehen, dass es jetzt nicht so ein erweiterter Horizont. Das ist es nicht. Sondern das ist, als ob du 360 Grad sehen kannst, fliegen kannst, schweben kannst, dich komplett auflösen kannst, bis hin zu reinem Bewusstsein. Das sind so Dimensionen, die dann passieren können. Aber das, was uns so verwehrt wird noch in der
in dieser Dimension, werden wir in der fünften Dimension, werden wir es auf jeden Fall, werden wir mehr erfahren darüber. Aber so, eigentlich sind wir da das, was wir wirklich sind. Und hier sind wir das, was wir uns hier eben ausgesucht haben. Aber das ist nur ein Teil. Das heißt ja so, die Seele hat mehrere Anteile und so. Und sobald du ins Tagesbewusstsein kommst, hast du eben, ist das der Bereich, aus dem du mit den Zwängen und den mit allem, was du hier eben zu kämpfen hast, wirst du dann hier hineingezogen ins materielle Ich. Im Schlaf erlebst du das immaterielle Ich. Das wahre Ich. Aber das, manche sehen das, andere, zum Beispiel ich krieg's gar nicht mit, wer ich dann da, ob ich das bin. Ich lasse mich nur auf die Frage ein und die Frage, die mir dann Bilder gibt. Und das sind die Bilder, die mir dazu kommen. Du machst sehr viel lichtvolle und auch dunkle Erfahrungen in diesem Zustand. Es ist auf jeden Fall ein Zustand, wenn du von ihm zurückkehrst, kannst du dich nicht erinnern. Ich vermute, weil du es in der dritten Dimension nicht verkraften würdest. Du musst es ja aushalten können, wer du eigentlich wirklich bist. Und wenn du wüsstest, dass du als Gott Planeten sogar zerstört hast, wieder andere erschaffen hast, da gibt es Leute, die werden verrückt. Das muss man ja verkraften. Seine Größe muss man verkraften. Und deshalb vermute ich, sollen wir das in dem Tagesbewusstsein nicht mehr wissen. Noch nicht wissen. Aber du bist eigentlich da mit deiner wahren Größe verbunden. Wenn du schläfst.